tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. Und in dieser Folge möchte ich euch auch mal bitten, bis zum Ende dran zu bleiben, weil ich noch eine kleine Ankündigung für euch habe. In der heutigen Folge stelle ich euch Marshadow vor. Marshadow ist ein legendäres Kampfgeist-Pokémon und hat eine Schwäche gegen Geist, Fee, Flug und Psycho, eine Resistenz gegen Gift und Gestein, eine Doppelresistenz gegen Käfer und eine Immunität gegen Normal- und Kampfattacken. Von den Basiswerten ist Marshadow physisch offensiv ausgelegt, wobei alle übrigen Werte noch über dem Durchschnitt liegen. Die EV verteilt man hier voll in Angriff und Initiative, dazu ein frühes Wesen, um die Initiative zu maximieren. Marshadows Fähigkeit Techniker verstärkt alle Attacken mit Base Power 60 und weniger um 50%. Bei den Attacken nimmt man Diebesschatten, Kraftwelle, Eishieb und Schattenstoß. Diebesschatten ist Marshadows Signature Move. Dieser nimmt dem Gegner noch vor der Schadensberechnung alle positiven Statusveränderungen und überträgt sie auf Marshadow. Kraftwelle ist eine zweite Step-Attacke, die den Techniker-Boost voll ausnutzt und eine nützliche 30%ige Chance hat, den Gegner zu paralysieren. Eishieb gibt Coverage gegen Flug-Pokémon und Schattenstoß ist eine weitere Step-Attacke mit Priorität, die auch von Techniker profitiert. Als Item nimmt man hier entweder einen Expertengurt oder einen Bandsticker, wobei ich letzteren hier bevorzugen würde, um die Geistattacken von Marshadow nochmal um 20% zu verstärken. Marshadow ist prinzipiell der Albtraum von allen Setup-Sweepern. Mit Diebesschatten kann er ganz einfach alle Boosts der gegnerischen Pokémon stehlen. Und weil das vor der Schadensberechnung geschieht, verursachen je nachdem, was er da geklaut hat, eventuell sogar noch mehr Schaden. Wenn er Angriffs- oder Verteidigung, also sofern er Angriffs- oder Verteidigungsboosts klaut. Geklaute Initiative-Boosts von Drachentanz, Agilität oder Falterreigen zeigen jedoch erst in der darauf folgenden Runde ihre Wirkung. Sprich, die Angriffsreihenfolge wird hier nicht verändert. Hat Marshadow mal einen nützlichen Boost wie Schwerttanz, Drachentanz oder Protzer geklaut, dann kann er auch schon fast durch das gegnerische Team durchsweepen. Marshadow ist insbesondere schon deswegen stark, weil seit Generation 7 ziemlich jedes Team mindestens zwei Setup-Sweeper hat und man auch den Bestien-Boost der ganzen Ultra-Bestien klauen kann. Im Endeffekt sorgt Marshadow generell dafür, dass der Gegner erstmal sein geboostetes Pokémon auswechselt, wenn es vor ihm steht. Wenn ihr gerne pokert, könnt ihr ja einfach versuchen, auf Kraftwelle zu gehen, für den Fall, dass ein Normal- oder Unlicht-Pokémon reinkommt, um den Diebesschatten abzufangen. Ein guter Teampartner für Marshadow ist Zoroark. Mit Marshadow an letzter Stelle im Team könnt ihr Zoroark benutzen, damit euer Gegner seinen geboosteten Setup-Sweeper rausnimmt, weil dieser Angst vor einem Diebesschatten hat. Da der Gegner dann auswechselt, kann man mit Zoroark in Ruhe Ränkeschmied boosten und anschließend ein wenig im gegnerischen Team herumwüten. Das war's von meinem Marshadow, aber bevor ihr jetzt wieder was aussucht, kommt noch die anfangs erwähnte Ankündigung. Mein guter Freund der Whitey macht nämlich auf seinem YouTube-Kanal bald ein paar Giveaways, und zwar nicht nur irgendwelche, sondern will er Pokémon verteilen, die ich hier in meinem Lexikon vorstelle. Dieses Marshadow will er als erstes verteilen. In der Videobeschreibung habe ich einen Link zu Whiteys Kanal reingepackt, schaut einfach mal bei ihm vorbei und abonniert ihn. So, das war's jetzt und jetzt dürft ihr wieder aussuchen.